seid alle ausgeruht und wieder voll an Lebenspunkten und Zaubern, als der nächste Morgen anbricht. Und es ist unglaublich kalt auf dieser Klippe am Hafen von Ever Ember. Wie liegen wir denn? Also ich liege nur auf dem Stein. Ich habe ja gar nicht gesehen, wie Nefari eingeschlafen ist. Nee, das stimmt. Du wachst doch auf, hast dich jetzt zur Seite gerollt. Irgendwie hast du anscheinend einen Teil deines Mantels als Decke, aber der ist halt auch nass. Trotzdem geht jetzt gerade die Sonne auf. Der Sturm ist komplett vorübergezogen. Und du siehst neben dir zusammengerollt die Tabaxi. Ja. Ich wecke sie. Hey. Ja, Nefari. Ich schnelle so hoch und... Wo? Wo? Und sitze neben ihm und schaue irgendwie verwirrt und blinzel ihn an und fange an zu weinen. Was ist los? Ich muss zurück. Zurück? Wohin? Ich muss zurück. Es tut mir so leid. Habt ihr schlecht geträumt? Könnte man so sagen. Ich habe mich nur daran erinnert, warum ich hier bin und irgendwie habe ich es vergessen, aber ich weiß nicht, wie ich es vergessen konnte. Warum seid ihr hier? Ich habe euch doch erzählt, dass ich jemanden verloren habe, jemand, der mir sehr wichtig ist. Das Gefühl kommt mir bekannt vor. Ich weiß, es ist der falsche Moment, um darüber zu reden, aber... Es ist okay. Das Gegengift, das eure Begleiterin für mich anfertigt, das ist für sie und... Ich hab so lange gezögert, zu ihr zurückzukehren, weil ich Angst hatte, dass es nicht funktionieren würde. Und ehrlich gesagt gab es hier etwas, das ich schon lange tun wollte. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier die Möglichkeit bekommen würde, diese Mission zu beenden. Und ich habe gezögert, sie zu beenden, aus mehreren Gründen. Ich wusste nicht... Was ist es, was ihr tun wollt? Ich hätte die Möglichkeit gehabt, euch zu töten. Ja. Warum habt ihr es nicht getan? Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle mehr. Ist es nicht das erste Mal, dass wir uns begegnet sind? Nein. Ich meine ja, aber... Ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, woher ihr kommt. Tivol Sanghof. Ich zucke zusammen, als sie mich mit dem Namen anspricht. Woher kennt ihr diesen Namen? Er stand auf meinem Auftrag, euch zu töten im Namen der Kette. Ich rücke ein paar Schritte von ihr weg und ziehe meine Waffe. Darum seid ihr hier? Nein, ich habe nicht damit gerechnet, euch hier zu treffen. Nein, ich war hier, um meine Freundin zu retten und plötzlich wart ihr hier und... Und ich soll euch glauben, dass das Zufall war? Es war Zufall! Ich dachte, ich hätte diese dreckigen Kettenlakaien hinter mir gelassen. Jetzt seid ihr hier! Zu allem Überfluss! Ich hab schon gar nicht mehr nach euch gesucht. Ich bin seit einem Monat... Und trotzdem folgt ihr mir auf Schritt und Tritt! Seit Tagen!
Und ich dachte, dass es vielleicht in irgendeiner Form daran liegt, dass wir uns verstehen oder dass ihr ein Interesse daran habt, wie es mir geht. Aber offensichtlich seid ihr nur aus einem Grund hier. Denkt ihr nicht, ich hätte euch getötet, wenn ich es gewollt hätte? Vielleicht hättet ihr es tun sollen. Und ich gehe. Ich pack meine Sachen ja. Ganz grob zusammen und gehe. Und lass sie da stehen. Nefari? Ich warte kurz und gehe dann in eine andere Richtung, aber so in Richtung von der Taverne. Mhm. Gut. Yeah. Xeop, was ist dein Ziel? Schwierig. Kannst du mir vielleicht irgendwie schreiben, weil ich weiß nicht, wie gut das ist, das für alle zu sagen, was von den Sachen, die ich geträumt habe, ich zuordnen kann und was für mich auch noch wirr ist? Ich bin mir bei manchen Sachen gerade nicht so sicher. Okay, was? Dann das können wir sonst auch in der Pause machen. Ja, oder so. Das ist vielleicht einfacher. Ja. Gut, ich denke mal, ich würde jetzt dann vielleicht einen etwas anderen Weg nehmen, aber ich würde mich ja auch grob Richtung Taverne orientieren. Ja. Gut. Dann, genau. Ja, genau, wir gehen so awkward den gleichen Weg halt. Ich hasse das, wenn das im echten Leben passiert. Ach, ich auch in die Richtung. Ah ja, gut, okay, cool. Hm. Straße 3. Dann der Morgen danach. Mehrere Katerstimmung, unter anderem auch Gagaok, die wieder zu sich kommt und du siehst die Elfe, die du als Morgan Tiller oder Avicenna kennst, am Tisch sitzen. Guten Morgen. Meisterin Gamash. Schon in Ordnung. Ja, du siehst, die ganzen Krüge sind abgeholt und Avicenna frühstückt gerade. An der Theke siehst du, eher flüchtig bekannt, die rote Tiefling gelehnt, die in eure Richtung guckt und ansonsten in den leeren Raum hineinschaut. Mycroft, Aaron, geht ihr hinunter? Bleibt ihr oben? Ja. Ich gehe runter, aber ich würde vorher meine super guten Kleidungs-, also meine beste Umbrandländerkleidung anziehen. Und ich habe den Dreispitz. Sorry, ganz kurz Zwischenfrage nochmal, Ben. Habe ich mitbekommen, was mit Vio noch weiter passiert ist? Weil ich bin ja gegangen. Nee, hast nichts mitbekommen. Also hat dir ja auch niemand was gesagt. Nee, also bist, ab dem Zeitpunkt, wo du gegangen bist, hast du ja... Nevermind, okay. Ja. Okay. Guten Morgen, meint sie zu den zwei Ankömmlingen. Gut geträumt. Guten Morgen. Ja, etwas geträumt. Wir sind nicht vollständig. Vor allen Dingen, wo ist die Katzendame, die mit uns im Handel war? Natürlich, ich hole Mary raus und lege ihn auf den Tisch. So. Jetzt stimmt alles wieder, Herr Hauser. Fantastisch. Nun gut, ein Frühstück sollte noch drin sein und dann sollten wir, wenn alles soweit bereinigt ist, hoffen, dass euer Kontakt, und sie schaut zu Gagaok, da Nefari nicht da ist, uns diesen magischen Kompass oder was auch immer bringen kann, damit wir endlich in See stechen können erneut. Und zwar diesmal wirklich in See. Uns fehlt. Ja, verstehe. Das Schiff. Nun, ich dachte, darum wollte sich Sanghof kümmern. Jetzt ist weder er noch die Katze da. Wie es jetzt steht, fehlt uns auf jeden Fall das Schiff. Außer haben wir noch einige Dinge hier zu erledigen. Was ist mit diesem Ex-Menschen auf dem Friedhof? Den könnten wir doch fragen. Ex-Menschen? Schau Hauser sehr böse an. Hauser? Hundejunge? Können wir heute einen Feiertag einlegen, an dem ihr einfach den Mund haltet? Nee, den Feiertag gibt's schon. Der ist erst nächsten Monat. Du siehst, dass der Bart von Mycroft ein ganz kleines bisschen struppiger wird.
Die rote Tiefling tritt an den Tisch heran. Hey, ich bin mir nicht sicher, aber ihr gehört alle zu dem Satyr, nicht wahr? Xerot. Also, um das klarzustellen, ja, wir sind die Ehrenleute, der Name Ehren bedeutet schon, dass ich der Anführer bin. Also, ja, die gehören alle zu mir. Hört nicht auf ihn, ja. Ja, wir haben uns kennengelernt, ich bin Scherbe und ich dachte hier Xerot zu finden, denn es geht um die Schiffspassage. Jetzt habe ich gehört, euch fehlt ein Schiff. Seid ihr dieselbe Gruppe oder bin ich das falsch? Das ist richtig, wir können gleich los. Da hat er ausnahmsweise recht. Nein, Captain Kralle kann noch nicht sofort los. Aber ich wollte euch mitteilen, dass sie zu ihrem Wort steht. Und morgen in der frühen fünften Stunde mit Sonnenaufgang werden wir den Hafen verlassen. Wenn ihr da seid, seid ihr an Bord gern gesehen. Ja, so viel dazu erstmal. Das ist richtig, wir können gleich los. Fünfte Stunde, morgen früh. Ihr habt also noch einen Tag. Wir werden da sein. Ausgezeichnet. Dann Grüße an den Satyr und bis morgen. Bis morgen. Habt ihr die riesige rote Frau auch gerade gesehen? Ja. Jochen ist richtig bedient. Mycroft. Ist das die Art, wie ihr euch heute unterhalten wollt, Hauser? Ich verstehe die Frage nicht. Dann warne ich euch vor Fäusten. Ihr wart mich jeden Tag mindestens 5-mal am Tag. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Allein für die Satzzeit ja schon eine Faust. Und ich rück so ein kleines Stückchen auf die Seite, weil ich langsam merke, was los ist. Aber Stenner steht auf, als Nefari eintritt. Ah, da seid ihr. Kommt her, unser Handel steht und ihr werdet wahrscheinlich ziemlich betrübt und verwirrt sein. Was ist denn mit euch los? Es spielt keine Rolle mehr. Hat es funktioniert? Ja, also nein, funktioniert hat es erst, wenn ihr das hier über den Kopf eurer steinernen Freundin zieht. Und du bekommst einen kleinen Tontiegel mit einem Korken verschlossen und einem roten Wachssiegel darüber, damit auch nichts rauskommt. Das solltet ihr benutzen, am besten über den Kopf der versteinerten Gestalt schütten, um den Basiliskenfluch zu lösen. Darin ist etwas von mir, etwas, was ich den ganzen gestrigen Tag auf diesem schwimmenden Markt gesucht habe, dann aber in einem höchst interessanten, sie schaut sich zum Minecraft um, höchst interessanten Ort gefunden habe, ein Debattierclub für Magier. Da prallt gespanntes Wissen aufeinander beim Botanikum um meine Lichthügeln. Und letztendlich habe ich sogar dort Alchemie betreiben können und das Ding zusammenfügen können. Darin ist so etwas wie ein Zauber in alchemischer Form, Greater Restoration, der eure Freundin entsteinen sollte. Und damit ist euer Handel mit uns abgeschlossen. Und sie drücken dir in die Pfoten. Seid vorsichtig, das Ding ist zerbrechlich. Danke, wirklich. Nein. Alles in Ordnung. Ihr habt unserer Gruppe einen Dienst getan und uns geholfen und dank eurer Hilfe werden wir jetzt wahrscheinlich diesen Kompass bekommen und unseren Weg weiterfinden. Denn erlaubt mir die Frage, wo ist unser Gefährte Sanghuf? Ja, wisst ihr, wo Sanghuf ist? Den bräuchten wir tatsächlich dazu. Ich schüttel einfach nur den Kopf und gehe in mein Zimmer. Ich glaube, er ist tot. Kurzer Blick von Avicenna zu Ehren, kurzer Blick zu den anderen. Er ist nicht tot. Woher wollt ihr das wissen? Ich habe einen sechsten Sinn für sowas. Wenn normalerweise traurige Leute in einen Raum kommen und kopfschüttelnd irgendwo anders hingehen, dann sind die Leute meistens verstorben. Mycroft haut die Faust auf den Tisch. Es wundert mich, dass ihr das erkennen könnt und trotzdem nicht euer verdammtes Maul haltet. Naja, wenn man so ausgesprochen lässt, dann... Außer! Okay. Und mit dem Hauser tritt Xerot in die Taverne. Und tatsächlich schnauft Avicenna kurz durch und sinkt wieder auf den Stuhl zurück. Oh, er ist doch nicht. Ich hätte es ja wissen müssen. Hey, ihr seht aus, als hättet ihr auf einer Klippe geschlafen.
Was haben Sie gestern mit Vio gemacht? Sie verdient eine Beisetzung. Eine richtige Beisetzung. Sie haben sie in das Mausoleum gebracht, am südlichen Rand des Gräberfeldes, und sie vorbereitet für den Übergang. Ich muss sie noch einmal sehen. Ihr habt einen Tag Zeit, euer Schiff, über das zu dem wir durch eure Hilfe gekommen sind, legt wohl erst morgen ab, und bislang haben wir noch nichts von unserem Unterhändler. Also dieser Tag steht zur freien Verfügung, aber morgen in der 5. Stunde müssen wir uns an der Silberzunge treffen. Ja, die Tiefling war hier, Sanghof. Ah. Hätte uns das Schiff besorgt. Glaubt ihr denn, dass das Schiff noch, dass es noch eine Option ist? Ich habe mit der Kapitänin kurz gesprochen. Ich bin nicht sicher. Sie wird mit Sicherheit auch nicht erfreut sein über das, was passiert ist. Ich glaube, ich werde sie darüber informieren. Vielleicht möchte sie auch noch ein letztes Mal. Ihr wisst schon. Verstehe, das könnte das Ganze natürlich komplizierter machen als... Ja, dann sollten wir... Ja, dann ist er geht zur Theke und redet anscheinend mit dem Wirt. Xero steht jetzt neben Gaga. Und Aaron platzt gleich. Ich gucke die ganze Zeit zu Mycroft und der bringt mir immer so einen bissigen Blick rüber. Und immer kurz bevor ich den Mund auf... Oh, aber immerhin. Das ohne Weisheitsrettungswurf. Wir sollten alle von Vio Abschied nehmen, solange wir können. Oder, Sanghu? Freunde! Ich würde euch darum bitten, mit ihr ein wenig, also allein sein zu können, aber natürlich könnt ihr... Aber Hauser. Ja. Okay. Wir wissen alle, oder? Was ich sagen will. Moment. Ich soll mir mit der Faust ins Gesicht schreiben. Ach so, und noch was, was ich vielleicht interessiert. Noch was, was ich vielleicht interessiert. Die Katze. Sie arbeitet für die Kette. Sie wollte mich töten. Ah, das erklärt so einiges. Hat sie es geschafft? Du kriegst einen so dermaßenen Schlag auf die Schulter ab. Ah, verdammt! Ja, du hörst Aaron, du hörst Mary in deinem Kopf. Ja, aber war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich würde derweil noch kurz in meine Manteltasche suchen. Ich habe die eine Tasche ist ein bisschen ausgebeult und ich schiebe Xeroth das Büchlein rüber aus der Violine. Ja. Das, du erkennst es. Sie hat ein grünes, in Leder geschlagenes Liederbuch. Das hast du vor einigen Jahren in Amarant mit Vio gefüllt. Zumindest ein Lied daraus. Manchmal bleiben nur Erinnerungen. Aber es ist wahrscheinlich am besten bei euch aufgehoben. Ich danke euch. War noch was bei ihr? Haben die alles genommen? Nein. Wir haben ihr Musikinstrument und ihre kleine Kette. Ich lege ihr Rapier wortlos auf den Tisch. Ja. Und den Dolch. Ja. Ich weiß nicht. Es fällt mir noch schwer, darüber nachzudenken, dass jemand anders diese Gegenstände jetzt besitzen wird. Das ist okay, das passiert mir öfter. Wir können sie verwahren, solange, bis ihr euch Gedanken darüber gemacht habt. Ja. Lassen wir sie verwahren. Vielleicht wissen wir morgen mehr. Ich weiß nicht. Tut mir leid, ich bin noch etwas
Ich möchte die Stimmung nicht unterbrechen, hört ihr den Mann, der in der Ecke sich zurückgezogen hat und artig gewartet hat. Mycroft hat ihn auf jeden Fall schon gesehen. Er tritt neben Gargaok. Es ist für ihn allerlei. Und entschuldigt, ich will nur mein Geschäft aufmachen und muss noch einiges im Casino regeln. Dementsprechend dachte ich, ich komme jetzt vorbei und danke euch für die Hilfe. Mir wurde zugetragen, dass ihr den Auftrag erledigt habt und die Probleme an vielerlei Stellen heute gestern gelöst wurden. Also von daher herzlichen Dank erstmal vom schwimmenden Start an euch. Tut mir leid, das mit der Kette gehört zu haben, aber diese Probleme sind alltäglich mit denen. Wir sind dabei, den Kompass zu eichen und ich werde ihn euch heute Abend übergeben. Dieser Kompass ist exakt 7 Tage auf den Aufenthalt von Belugia geeicht und zeigt euch den Weg zum Belugia-Riff. Ja, außerdem sind die Probleme im Casino, der ehemalige Besitzer wurde abgesetzt, geklärt und die Sache mit den Waffenschmuggel aus den Berghallen ist auch zu unserer Zufriedenheit gelöst, sogar friedlich mit einem ausgehandelten Vertrag mit diesem Zwerg. Ja, nun, also wie gesagt, heute Abend der Kompass, wenn gewünscht ist und wenn die Stimmung wieder etwas besser ist, jedenfalls diejenigen, die Interesse daran haben, ihr findet mich und einige meiner Freunde im Casino von Waukins Hand oben. Ihr seid als Ehrengäste geladen, als Dank des schwimmenden Staates, sofern ihr heute noch die Zeit habt. Aber der Kompass kann ich euch dann erst übergeben. Der braucht einen Tag der Eichung, damit er 7 Tage wirkt. Das war's dann auch schon. Ich muss zu meinem Laden. Vielleicht sehen wir uns, wie gesagt, Casino, Waukins Hand. Ansonsten würde ich den Kompass hierher bringen. Aber es wäre ganz gut, wenn einer von euch da ist, ihn zu übernehmen, weil es dann doch um ein richtiges und wichtiges Artefakt. Nicht jeder sollte Belugia finden, nicht wahr? Das ist kein Problem, verstanden. Das kriege ich hin. Dankeschön. Gebt es nicht Hauser, wenn solltet ihr nur ihn antreffen, behaltet es. Wer ist Hauser? Hören Sie auf den Mann. Ja, Sie geben es nicht ihm. Zauberer. Alles klar, gut, alles klar. Und damit verabschiedet sich Finn auch schon wieder. Gut. Das heißt, unser vorerst letzter Tag in Everember, bevor wir wieder in See stechen. Avicenna stößt sich vom Tisch ab. Ich habe noch einiges zu tun. Meine Aufgabe als Alchemikerin und Gorgone sind erledigt. Die Kleine hat ihren Entsteinungstrank und ich denke, wir sehen uns spätestens morgen früh an Bord des Schiffes. Ich hoffe es. Oder heute Abend. Ich werde mir dieses Casino mal anschauen von innen. Ja. Von daher, wir sehen uns. Und damit verlässt morgen Tiller die Taverne. Ach ja, Casino oder Beerdigung, ich bin hin und her gerissen. Beides eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Casino ist erst abends. Also ja, wir haben ich kann sagen, die Beerdigung hat doch keinen Schedule, oder? Also genau, ich würde jetzt einfach da nochmal hingehen. Ist die ganze Zeit aufgebahrt sozusagen, genau. Ich mache mich nochmal zum Friedhof auf. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Oh! Aber bitte. Ihr wartet am besten vor dem Friedhof. Bitte passt mir auf Ehren auf, Mycroft, wenn das für euch okay ist. Ich wäre euch zumindest sehr dankbar. Gut. Warum nimmst du ihn überhaupt mit? Ich nehme ihn ja nicht mit, aber ich kann ihn ja auch nicht anketten. Ja. Und die Frage ist, was ist besser, wenn wir ihn jetzt dabei haben, aber im Auge, oder wenn er halt irgendwo frei rumläuft? Oh Gott, das ist doch auch die nächste Frage. Ja, wie weit ist es gekommen? Ich muss mal zwischenzeitlich kurz mal bei Kalanova vorbei. Da liegt noch was für mich. Oh ja, das machen wir. Dann gehen wir schon mal vor. Wir können euch auch bei Kaltanova absetzen, wenn ihr wollt. Der kleine Ehren, bitte einmal ins Magieparadies. Im Schädelbad abholen, danke. Schließlich erledigt man seine eigenen Geschäfte ja am besten von Angesicht zu Angesicht mit dem Händler, mit dem man eine Vereinbarung hat. Nicht wahr? Mycroft, ich könnte eventuell Geld brauchen. Kommt darauf an, was es am Ende des Tages kostet. Ich habe vorher was gefunden. Solltet ihr vielleicht
dann schaut doch einfach und ja, schaut einfach. Ansonsten lasse ich anschreiben, ne? Sicherlich. Wie buchstabiert man Minecraft nochmal? Und das steht euch. Bender Guest, okay. Okay. Auf zum Friedhof. Auf zum Friedhof. Was macht Nefari? Beziehungsweise habt ihr mit Nefari? Ein paar wissen ja, dass sie da oben in ihrem Zimmer ist. Die anderen waren auch so, ja, ach Mensch, die wollte ich umbringen, naja, das ist ja blöd. Aber das Beste, ein paar wissen, dass sie da oben ist, ich nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, Xerod wusste es ja gar nicht, dass sie da ist. Nein, Xerod weiß es tatsächlich nicht. Nee. Das stimmt. Mir ist es gleich. Wenn der Fari das ernst gemeint hätte, hätte sie es längst versucht. Der schlechteste Assassine, dem ich jemals begegnet bin. Fair. Und was macht Nefari von sich aus oben? Aber ich habe das abgeschlagene Horn doch richtig interpretiert, ey. Nein, hast du nicht. boah, gute Frage. Ich weiß nicht, geht Irin jetzt direkt mit oder ist er noch da? Ich bin da. Sehr gut. Sind die anderen schon weg? Nee. Also normalerweise passiert es so, ich gehe los und Minecraft hält mich meistens noch fest. So sieht das in den meisten Fällen aus. Okay. Nee. Hab erstmal keinen Grund, was zu machen. Alles klar. Bin erstmal auf meinem Zimmer. Dann sagen wir der Spielpraxis halber nach, dass du, ich sag mal jetzt nicht wissentlich gelauscht hast, aber schon das Gespräch mit Finn mitbekommen hast. Dass sonst finde ich tatsächlich wenig Weg, momentan dich noch irgendwie, und das wäre schade. Ins Casino zu bringen. Ja, zum Beispiel. Da ist sie doch einfach, weil sie spielsüchtig ist. Zu einem Abschied. Das ist einfach. Ja. Da ist sie wieder zufällig. Ich dachte, wir hatten festgelegt, dass Ben spielsüchtig ist. Achso, Entschuldigung. Das ist was anderes. Gut. Okay, dann geht ihr als Gruppe ins Casino. Zum Friedhof. Zum Friedhof. Ja, genau. Entschuldigung. Verwechsel ich auch immer. Naja, für Cinderest ist es das Gleiche, glaube ich. Also ohne Nefari. Ich gleich sehen, weil ich während dieses Dings den Rabenhügel schnell umgebaut habe. Ja, so bin ich. Nach dem Eingang habe ich mal schnell jemanden aufgebahrt. Das ist ja kein Ding. Nach dem Eingang des Friedhofs seht ihr den Tempelbau, den ihr tatsächlich mit einer Statue des Klemphor ausgestattet und einer einfachen Liege die Toten als Aufbewahrungsort bewacht von zwei der Wachen, und der Allvater Rust ist auch noch dabei. Und ihr betretet an diesem sehr frühen Morgen Sonne. Das heißt sehr früh, da ist Kippe und so weiter. Also wir nähern uns schon der Mittagszeit. Das ist schon fast 11 Uhr, als ihr den Rabenacker von Kelimfor erneut betretet.